Ich denke, dass die Ausgangslage klar ist. Mit einer guten Leistung und einem guten Ergebnis können wir einen Schritt Richtung K.O.-Phase machen. Das ist natürlich eine große Motivation für uns und auch das klare Ziel. Morgen 16 Spieler zur Verfügung, 13 Feldspieler und 3 Tormänner. Positiv nach vorne zu blicken gelingt uns, indem wir auf unsere Leistungen im Spiel schauen. Die sind in den letzten Spielen durchaus ansprechend, wo wir in der Liga Potenzial haben, das wissen wir, das ist in beiden 16ern. Deswegen stehen wir auch auf dem Platz, wo wir im Moment stehen. Aber ja, wie gesagt, positiv sind die Leistungen. Vor allem das Auswärtsspiel gegen Rapid war schon relativ in Ordnung. Und ja, jetzt versuchen wir dann morgen auch im 16er das zu bringen, was wir zwischen den 16er bringen. Und dann bin ich positiv gestimmt, dass wir dann morgen in die nächste Runde einziehen. Bis jetzt nicht zur Verfügung gestanden sind, kommen Letar, Mondschein und Schmidt zurück, beziehungsweise auch der Florian Flecker, der sich heute freitesten hat lassen können. Nicht zur Verfügung stehen Grigic und Karamoko, die ebenfalls Corona-positiv sind. Das ist im Laufe des gestrigen Tages rausgekommen. Und James Holland, ich glaube, das ist allen klar nach seinem Ausfall in Wien gegen Rapid, dass er aufgrund seiner Wadenverletzung auch nicht zur Verfügung steht. Peter, du hast übrigens mal so ein Wort in den Mund genommen, weil es nicht ganz ausgeschoren mit SCA die letzten 2 Jahre, was ihr geschluckt habt. Diese Conference League, was ist das jetzt für die Mannschaft? Ist das so eine Wohlfühloase? Wohlfühloase, ja. Da haben wir bis jetzt abgeliefert, ja, das stimmt, aber wir versuchen natürlich jedes Spiel dann den Turnaround zu schaffen. Und wie gesagt, in der Conference League ist es uns ganz gut gelungen und ja, wenn wir dann morgen wieder 3 Punkte holen, dann haben wir da mal ein Ziel erreicht, dass wir da überwintern. Aber ja, es wird kein einfaches Spiel, auch aufgrund der Personalsituation. Aber die Spieler, die wir noch da haben, die sind alle sehr, sehr motiviert, sehr positiv gestimmt. Natürlich wird es ein bisschen eine Selbsterfindung für uns morgen, wie die Aufstellung dann aussehen wird. Ich glaube, so wird man dann den LASK nicht mehr so oft sehen, aber wie gesagt, wir sind positiv gestimmt und wir werden das Beste daraus machen. Abschlussfrage, Herr Pummer. Jetzt bist du ja in der Mannschaft der Dienstälteste sein, am längsten dabei beim LASK. Hast du das mitgeprägt, das 3-4-3, die Grundordnung gespielt haben, 4-2-3-1, vor kurzer Zeit. Wie geht es dir denn damit? Ja, der Andi hat mich auf eine Position gestellt, wo er weiß, dass es meine Lieblingsposition ist. Ich glaube, ich habe es gegen Watten sehr, sehr gut interpretiert. Durch die Verletzung von James habe ich dann wieder zurückrücken müssen, was ich auch natürlich annehme. Ist nicht meine Lieblingsposition, aber okay. Damit müssen wir umgehen. Das 4-2-3-1 hat uns generell, glaube ich, sehr, sehr gut getan. Die letzten Spiele, wie gesagt, die Leistungen waren durchwegs in Ordnung. Die Ergebnisse nicht und die Leistungen in den 16 natürlich auch nicht. Wie gesagt, deswegen stehen wir in der Liga da, wo wir stehen. Aber das Gute ist, dass wir wissen, wo wir ansetzen müssen und wir versuchen es in jedem Training besser zu machen und versuchen es dann morgen schon nochmal umzusetzen. Die Frage, wenn wir es wüssten, wäre es nicht so, vielleicht sollten wir die Liga auf Donnerstag verlegen, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben jetzt im Cup 2 Tore gemacht, da hat es für den Aufstieg gereicht, wir haben in Wien 2 Tore gemacht. Da sollten wir dann schon einmal so reif sein, dass 2 Auswärtstore in Wien-Hütteldorf zu wenigstens zu einem Punktegewinn reichen. Wir haben uns naiv angestellt bei 2 Standardsituationen. Deswegen haben wir dort keine Punkte mitgenommen. Aber ja, wie gesagt, wir versuchen es tagtäglich im Training uns zu verbessern und morgen haben wir schon die nächste Möglichkeit, das zu zeigen. Peter, ihr wart über viele Jahre immer, das war eigentlich im Grunde genommen ein Faustpfand bei Cornerbären sehr gefährlich. Vor allem durch dich, auch durch Goigi. Durch den Deckard natürlich von Gernot Trauner ist da erstmal so ein Vakuum entstanden und da ist die Gefahr verloren gegangen. Am Sonntag stehen sie wieder so ein bisschen wie so ein Comeback. Der Felix Lugmiere ist ja jetzt mehr der Zielspieler dabei. Entwickelt sich da wieder was? Forciert ihr das? Wie siehst du das? Ja, grundsätzlich hätten wir auch Tore schießen können, wie der Felix noch nicht da war und der Gernot weg war. Im Moment wollen sie halt nicht reinfliegen, die Bälle. Sonntag waren wir sehr nah dran. Ich glaube, dass in den letzten Spielen generell die Standards wieder sehr, sehr gefährlich geworden sind. Gegen Wattens haben wir auch spielerische Varianten gehabt, die gefährlich waren. Ja, ist eine Frage der Zeit. Viel fehlt nicht mehr und ja, wie gesagt, ist auch so ein Thema.
Vorne waren wir gefährlich, haben wir es nicht genutzt, hinten haben wir uns naiv angestellt und der Ball ist reingegangen. Das sind so Sachen, wo wir uns verbessern müssen. Und wenn das dann wieder der Fall ist, dann wird der LASK auch wieder auf die Siegerstraße in der Liga zurückkehren. Ich kann die Diskussion darüber verstehen, weil das Umweltthema, glaube ich, ein sehr, sehr großes ist. Was es für Vorteile hat, glaube ich, liegt auf der Hand, indem man einfach eine kürzere Anreise hat. Wir sind es ja gewohnt, dass wir die Heimspiele auch in Klagenfurt austragen, teilweise spät in der Nacht heimkommen, was jetzt nicht unbedingt besonders förderlich für die Regeneration ist. Es war große Diskussion über dieses Thema und ich denke schon, dass es gerade in unserer derzeitigen Situation auch vom Personal her notwendig ist, dass wir alle Kräfte wieder sammeln können, gut regenerieren können und von dem her ist die Entscheidung dann auch so getroffen worden.